So Freunde, willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video und zwar kommen wir heute zu der Chapter Review von Kapitel 47 von Dragon Ball Super. Für diejenigen, die nicht up to date sind, der Dragon Ball Super Manga, der von Toyotaro gemacht wird, aber natürlich von Akira Toriyama Sensei beaufsichtigt wird, ist weiter vorangegangen. Im Manga hat man den Broly-Film geskippt, der ist aber passiert und jetzt haben wir aktuell die nächste Story, die schon seit ein paar Kapiteln am Laufen ist, der Galactic Patrol Prisoner Arc. Wir sind auf Neu-Namek und es wird gegen Ziegen-Sama gekämpft, aka Moro. Also, im letzten Kapitel sind Goku und Vegeta geflüchtet und sind jetzt eigentlich K.O. Jetzt nochmal ein kurzer Shoutout an euch und zwar, im letzten Kapitel habe ich ein bisschen eine Frage gestellt, dass es komisch war, dass Moro ziemlich lange gebraucht hat, um die Dörfer abzuklappern. Aber natürlich, zum einen ist Namek eigentlich ein bisschen größer, als man denkt und zum anderen darf man nicht vergessen, was auch viel wichtiger ist, Moro ist ein ganz schöner, sadistischer Typ, also macht es schon Sinn, dass er nach all den Jahren, wo er wieder seine Energie hat, die Namek ja langsam tötet. Also, das war auf jeden Fall gut von euch aufgepasst. Wie dem auch sei, wir kommen zu Kapitel 47, es ist wirklich viel Hype und ich sage jetzt schon mal, man muss wirklich sagen, hier ist wirklich viel drinne, was in Zukunft unglaublich interessant und unglaublich groß sein kann. Aber man muss hier ganz klar sagen, es sind sehr viele Elemente in diesem Kapitel, die Toyotaro einfach nicht nutzen muss. Heißt also, es wird etwas aufgebaut, es wird etwas reingeworfen und man kann sagen, hey, das kann man noch so und so benutzen, das werdet ihr im Laufe der Review ein bisschen mehr verstehen. Aber man kann das Ganze auch, ja, liegen lassen. Und ganz kurz, bevor wir richtig in die Review reingehen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo auf den Kanal und schaltet morgen am Samstag um 11 Uhr ein. Denn da gibt es die Namek-Saga in Minuten zusammengefasst. Da könnt ihr euch sehr stark drauf freuen. Aber damit fangen wir an mit der Review von Kapitel 47 Dragon Ball Super. Und zwar werde ich ein bisschen etwas umstellen. Und zwar, ich möchte eine Sache, die in der Mitte des Kapitels passiert, ein bisschen vorziehen und jetzt schon besprechen. Und zwar, erstens, wir haben im letzten Kapitel einen Super Namekianer gehabt. Und zwar haben sich mehrere Namekianer fusioniert. Ich meine, das waren 7 Stück, die sich fusioniert haben. Und die haben dann gegen Moro verkackt. Also Moro hat sie durchbohrt und sie sind vermutlich gestorben. Aber nur vermutlich. Nail hat auch noch eine ganz gute Weile durchgehalten. Piccolo kommt in diesem Kapitel vor und Piccolo redet mit Kami aka Dende darüber, was passiert. Also Piccolo und Kami bemerken, dass es Ärger auf Namek gibt und Piccolo stellt die These auf, hey, ich habe Goku und Vegetas Ki gespürt, wie es weggegangen ist, also von der Erde vor ein paar Tagen. Das heißt, sie können eins und eins zusammenzählen und darauf kommen, hey, die sind auf Namek und da geht irgendwas ab. Und Son Goku wird voraussichtlich mit der momentanen Teleportation bald auf die Erde kommen, um magische Wunden zu holen. Also könnte er Piccolo mitbringen. Das heißt, Piccolo, der gerade auf Gottes Palast ist, hat eine reelle Chance, auf Namek zu kommen. Und das könnte heißen, dass Piccolo sich mit den Super Namekianer vereinigen könnte, genauso wie damals mit Nail. Der Arc an sich strotzt nur so vor Nostalgie, das muss man definitiv sagen. Und gehen wir das Ganze mal durch, weil jetzt nach Dragon Ball Super Power Scaling ist es so ein bisschen fragwürdig, würde es dann überhaupt etwas bringen. Nail hatte damals eine Kampfkraft von 42.000 und als er mit Piccolo fusioniert ist, konnte er gegen die zweite Form von Freezer kämpfen, die ungefähr über 1 Million lag von einem Kampflevel her. Natürlich mag das nichts heißen, aber es zeigt, dass die namekianische Fusion auf jeden Fall ziemlich stark ist. Nach der Fusion mit Kami war er kurze Zeit lang der Stärkste auf der Erde. Wenn wir Goku mit 150 Millionen auf Namek hatten, können wir uns gar nicht mal ausmalen, wie viel stärker diese Fusion von Kami ihn gemacht hat. Natürlich liegt es daran, dass sie mal ein Wesen waren und so, aber trotzdem, die namekianische Fusion ist genauso wie die Potara als auch die Transfusion eine Fusion, die wirklich enorm stark ist. Und deswegen kann man hier sagen, dass diese Fusion mit den Namekianern, also mit dem Super Namekianer, gar nicht mal so schwach wäre. Das könnte Piccolo zurückbringen, voraussichtlich. Kann Toyotaro machen, muss er aber nicht machen. Sehr interessant, ich bin gespannt, ob man Piccolo ein wenig für diesen Arc benutzen wird, ja oder nein, aber die Gelegenheit ist da. Also der Super Namekianer liegt da rum, Goku wird zurückkommen, früher oder später. Also ich rechne sehr stark damit, dass er das nächste Kapitel macht und so könnte, ja, Piccolo ein krasses Power-Update bekommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Machen wir aber weiter und zwar, Vegeta gibt uns ein Update als Zuschauer und zwar Moro wird immer stärker, weil er immer mehr den Planeten absorbiert, also nebenbei. Wir sehen, dass es auf Namek keinen Heiler gibt, weil damals konnte Dende eigentlich alle Leute ziemlich gut heilen. Hier scheint das nicht der Fall zu sein, also können wir sagen, dass der Dorfälteste damals, der Dende diese Kraft gegeben hat, auf jeden Fall ziemlich krass gewesen sein muss, weil der neue Dorfälteste ist ja der von damals und der scheint nicht so heftig zu sein, aber das macht ja auch Sinn. Vegeta klärt dann Son Goku auf, wie Moro ohne Dragon Radar arbeitet, weil Goku war ja damals noch nicht auf Namek und hat das nicht mitbekommen, aber er macht es genauso wie Vegeta und Freezer damals, er klappert einfach die Dörfer ab und schlachtet alles ab, bis die Dragon Balls auftauchen. Also
nochmal ein bisschen interessant, dass Vegeta hier mit seiner Vergangenheit ein wenig reflektiert. Der letzte Dragon Ball mit einem Stern ist bei Goku und Vegeta und wir sehen, Modus Killer Tour geht weiter und Cranberry sammelt wieder die Dragon Balls, wie damals. Also Cranberry hat wohl die monotonste Arbeit, die es überhaupt gibt. Aber Modo kann die Dragon Balls aufspüren. Und das ist so die Sache, weil das habe ich am Anfang angesprochen. Und zwar, es ist natürlich fraglich, wie er das macht. Und das könnte etwas sein, was viel größer ist, als wir denken. Also, das könnte einen größeren Grund haben. Das könnte später nochmal wichtig sein und jetzt eingeworfen werden. Aber es könnte auch einfach so sein, ja, Modo kann das halt. Und gut ist. Also, es ist ein bisschen schwierig, weil man muss die Strecke ebnen, dass Modo nochmal zurückgeht. Weil der Dragon Ball, den er noch braucht, der ist bei Goku und Vegeta und der ist beim Dorf, wo er am Anfang war. Deswegen hätte man hier sagen können, okay, deswegen muss Modo die Dragon Balls spüren, um darauf zu kommen, dass er wieder zurückgehen muss. Also, wie gesagt, kann wichtig sein, aber kann auch einfach nur so sein. Muss man abwarten, ob das irgendeine Rolle spielen wird. Wir sehen dann, Goku und Vegeta bekommen neue Kleidung und ja, Son Goku sagt hier, was ich eben angesprochen habe, dass er nicht genug Ki hat und ja, Ki sammeln möchte oder ja, sich wieder erholen muss, um eben eine momentane Teleportation zu ermöglichen, um magische Bohnen zu holen. Und wenn er das im nächsten Kapitel macht, würde es zum einen heißen, dass Vegeta da bleibt und kämpft für Namek, also quasi seine Schuld von damals begleicht, und zum anderen würde es heißen, dass Piccolo eben auf Namek kommt durch Son Goku, weil Son Goku muss zum Quittenturm und dort ist Piccolo, also kann man das so zusammenpacken und es ist sehr wahrscheinlich, dass Piccolo bald auf Namek, ja, dazu stoßen wird. Deswegen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vegeta vergewissert sich dann, ob die Namekianer ihn immer noch dafür hassen. Also, Vegeta sagt hier offen und ehrlich, hey, für das, was ich damals gemacht habe, habt ihr noch wirklich Groll gegen mich? Wollt ihr Rache üben? Und das fand ich ziemlich cool, dass Vegeta das nochmal selber wissen wollte. Und der Dorfälteste hier sagt, hör zu, die Namekianer vergessen nicht. Also so wie der Norden in Game of Thrones sich vergisst, vergessen die Namekianer nicht. Aber die Namekianer sind ein Volk, die Frieden wollen. Sie haben einfach keinen Sinn daran, an Rache festzuhalten. Er sagt hier ganz klar, wir vergessen nicht, was du getan hast, aber wir wollen nicht irgendwie Rache haben. Wir wollen nur in Frieden leben und mehr nicht. Eine wirklich schöne Szene, muss ich an der Stelle sagen. Wenn es im Anime kommt, bin ich super gespannt. Also, das muss ich wirklich am meisten hier sagen. Dieses ganze Setting, Namek, Vegetas Charakter-Arc, Piccolo und auch Modo. All diese Sachen, gerade auch im Hinblick des Soundtracks, der damals bei Dragon Ball so mystisch war. Ich freue mich unglaublich. Und das Shintani-Design, das kann unglaublich werden. Ich bin wirklich gehypt wie noch nie. Also auf den Arc bin ich auf eine andere Art und Weise gehypt. Das wird wirklich ziemlich, ziemlich cool werden. Also Goku und Vegeta gehen dann los und Vegeta möchte sich hier nochmal vergewissern gegenüber Son Goku, dass egal was passiert, dass die Namekianer zurückgewünscht werden. Und das ist so eine kleine Death Flag. Also es wirkt so, als würde Vegeta in diesem Arc sterben. Zum einen, um eben ja diesen Charakter-Arc zu haben, um etwas wieder gut zu machen, dass er für die Namekianer kämpft. Und zum anderen haben wir immer mal wieder solche Szenen. Zum Beispiel Vegeta geht hin und fragt, habt ihr noch einen Hass gegen mich? Das ist ja auch etwas, was viele Charaktere kurz vor einem Tod machen, sich vom Gegenüber vergewissern, wie die Beziehung zwischen den beiden oder in dem Fall zwischen Vegeta und dem Volk stehen. Und das finde ich sehr interessant. Vegeta ist schon öfter gestorben, deswegen ist das so eine Sache. Die Möglichkeit ist aber trotzdem da und ich weiß, ihr wollt das nicht hören, aber ich rieche schon so ein wenig Sarama, ja? Also so eine Sarama-Interaktion wäre cool. Ich halte es mich hier wirklich sehr, sehr kurz, weil ich weiß, das ist ein Thema, was eigentlich erst besprechbar ist, wenn es soweit ist, aber wenn Vegeta sich für Namek einsetzt und dafür stirbt, wäre es doch cool, wenn er eine Interaktion haben würde mit Sarama, weil er Vegeta dafür belohnen möchte, was er getan hat. Nur in den Raum geworfen. Ganz, ganz klein. Fände ich auf jeden Fall eine coole Idee. Wie dem auch sei, Goku und Vegeta sind komplett am Ende. Das zeigt Hoyotaro hier nochmal sehr stark, dass halt der Zuschauer weiß, okay, Goku und Vegeta kämpfen jetzt, weil sie müssen, weil Modo hat alle 6 Dragon Balls, aber sie haben trotzdem keine Power, weil Modo die im letzten Kapitel aufgesaugt hat. Trotzdem kämpfen sie und das hat Totaro wirklich sehr gut dargestellt. Und wirklich auch hier, es gibt natürlich wieder ein paar Szenen, die von Totaro, also nicht so toll sind. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde, Vegeta hat in dem Kapitel sehr gut getroffen. Das finde ich auch sehr wichtig, weil das ist irgendwie Vegetas Arc. Deswegen, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also, Medus kommt dann auch dazu, also die Galactic Patrol Boys kommt auch nochmal dazu. Und er fängt, Modo in ein Netz ein. Also, Hut ab, Medus, das hast du gut gemacht. Das Netz ist nur temporär, keine Sorge, das wurde sogar von Medus gesagt, also das hält Modo nicht auf, nur ganz kurz. Also, der Plan ist folgender, und zwar, sie wollen mit Buu Modo versiegeln, der mitgereist ist. Und die Galactic Patrol hat jemanden, der alte Erinnerungen wiederbringen kann. Das ist extrem interessant, weil das ist wieder das, was ich am Anfang meinte. Das ist eine Sache, die für später enorm wichtig sein kann,
aber das kann genauso gut nur ein Gimmick sein, um jetzt diesen Arc zu ermöglichen, dass Boo sich zurückerinnern konnte. Aber das könnte für später halt ziemlich krass werden, wenn wir zum Beispiel alte Charaktere haben, wo wir die Erinnerung sehen, zum Beispiel, wenn sie es schaffen sollten, Moro gefangen zu nehmen, ja, wenn sie seine Kraft versiegeln und dann ihn wieder gefangen nehmen und dann die Gedanken von ihm sehen können, dann könnten wir als Zuschauer unglaublich viel sehen. Auch Stichwort Saiyajins. Aber das ist wie gesagt eine Sache. Das kann sein. Es wäre die Möglichkeit. Aber ich würde hier erstmal eher davon ausgehen, dass es nur ein Gimmick ist, um diese Sache mit Boo zu ermöglichen, dass er sich an die Versiegelung erinnern kann. Aber behalten wir das mal im Hinterkopf. Vielleicht kann das nochmal ziemlich interessant werden in der Zukunft. Wir sehen auch, Boos Persönlichkeit ist ein bisschen anders. Und zwar, wir sehen, der Groß-Kaioshin ist stärker zu sehen. Ich denke, es lag an der Hypnose, dass man halt jetzt, ja, diesen Groß-Kaioshin hat, der mehr heraussticht. Weil Boo sagt hier auch, ich habe dich nicht vergessen, Moro, und ich möchte Rache haben für meine Freunde. Also, das ist quasi der Groß-Kaioshin im Körper von Boo. Das heißt, er hat hier irgendwie die Oberhand erreicht. Also, sehr komisch. Und Boo wirkt auf jeden Fall stärker. Abgesehen davon hat er halt ein gutes Matchup gegen Moro. Weil Goku und Vegeta sagen hier nochmal sehr stark, Moro kann die Energie von Boo nicht absorbieren, wie er sie bei Goku und Vegeta absorbieren konnte. Das heißt, Boo kann frei kämpfen. Moro ist stark, aber Moro konnte von Goku und Vegeta die Energie absorbieren und sie ein wenig mit Tricks hindern. Diese Tricks, wie zum Beispiel die Lavawand quasi, funktionieren gegen Boo nicht. Er spießt Boo sogar auf mit seinem Arm, aber das bringt nichts, weil es ist Boo. Der war auch zu der Boo-Zeit schon ziemlich schwer zu besiegen. Also ist das an sich eigentlich alles okay. Und ich denke, man braucht hier nicht davon reden, dass das Power-Scaling wieder einmal in Dragon Ball ruiniert wurde. Ach, Leute, das will ich wirklich nicht hören. Das ist der schlimmste Take, was Dragon Ball angeht. Wie dem auch sei, der Kampf, ich war erstmal skeptisch. Ich habe erstmal gedacht, okay, dass Boo jetzt hier eingeführt wird, dass Boo jetzt gegen Moro kämpft, finde ich nicht so cool. Aber der Kampf hat mir gefallen. Der Kampf war sehr kreativ und deswegen hat er mir auch wirklich gefallen, weil ich als Zuschauer das Ganze ernst nehmen konnte und es einen anderen Vibe hatte als der Kampf vom letzten Kapitel. Und wir sehen auch den Energieball von Moro, der davor noch so mächtig wirkt und den hat Boo einfach weggekickt. Also es war halt wieder sehr, sehr viel Charme und Humor da drin. Und ich sage euch eins, es ist eigentlich mehr als klar, dass Boo die Versiegelung nicht schaffen wird. Also ich denke, er kann sie einsetzen oder versuchen, aber so wie bei der Mafuba wird das Ganze wohl nach hinten losgehen und Boo wird sich dann wohl selber ins Ausschießen. Also mal gucken, ich denke, Boo wird nicht der Held sein von dem Arc, das auf gar keinen Fall. Ich denke, in der Hälfte vom nächsten Kapitel wird Boo besiegt sein oder versiegelt sein oder was auch immer, irgendwas wird passieren. Hier kann wirklich sehr viel passieren mit Boo, das sollte man auch gar nicht vergessen oder noch im Kopf behalten. Aber ja, Boo wird nicht der Held sein von dem Arc. Also, das war ein sehr, sehr cooles Kapitel, weil das endet mit einem Cliffhanger, dass der Kampf halt weitergeht. Ich finde die Richtung, die der Arc momentan nimmt, ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde Moro als Antagonist funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, inwiefern die kleinen Sachen genutzt werden, die hier eingeworfen sind. Speziell Piccolo, weil es ist das perfekte Setup. Wenn man Piccolo jetzt, also ganz ehrlich, wenn man Piccolo jetzt nicht stark macht im nächsten Kapitel, wenn man ihn jetzt nicht boostet, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass wir Piccolo nie wieder als krassen Kämpfer sehen werden. Nie wieder. Ich würde sehr, sehr gerne sehen, dass es nicht so dazu kommt. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Kapitel in die Kommentare. Was sind eure Predictions dafür, wie es nächsten Monat weitergeht? Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, Dragon Ball Super Anime, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir bekommen vermutlich bald die erste offizielle Ankündigung. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es zurückkehrt. Toei möchte das Ganze ein bisschen geheim halten. Wir kennen das sowieso schon von Toei Animation. Aber wie immer, es ist sehr wahrscheinlich. Deswegen, falls etwas kommt, etwas Richtiges, etwas Offizielles, werdet ihr sofort aufgeklärt. Bis dahin bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und Abo auf den Kanal. Wir sind kurz vor den großen 200.000 Abonnenten. Ich bin wie immer sehr, sehr dankbar dafür. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal oder morgen am Samstag um 11 Uhr, wenn ihr es am gleichen Tag noch schaut. Haut rein!